Let the future talk. Überlasst uns mal die Zukunft. Powered by die Mutmacherei. Heute begrüße ich den Konstantin ganz herzlich bei Let the Future Talk. Schön, dass du da bist und dir Zeit genommen hast, Konstantin. Ich weiß noch relativ wenig von dir und deinem Projekt, deinem Unternehmen eigentlich. Ich weiß, es heißt Kombi-Ticket und das klingt irgendwie nach kombinierten Tickets, aber was ist Kombi-Ticket denn genauer? Vielen Dank erstmals für die Einladung. Freut mich sehr, heute zu Gast zu sein. Ja, Kombi-Ticket Austria stellt, wie schon im Namen steckt, diverse Kombi-Tickets in Österreich zur Verfügung. Der Hintergedanke war eigentlich so ein bisschen, Leute wieder näher zusammenzubringen. Ist die Idee während der Pandemie entstanden oder schon vorher? Schon vorher. Ich habe Kombi-Ticket Austria in meinem Matura-Jahr eigentlich gestartet. Ich war in einer Handelsakademie. Und in der Handelsakademie ist es halt üblich, dass man im Matura-Jahr eine Diplomarbeit schreibt. Und ich habe mir immer gedacht, ich möchte nicht irgendwas schreiben, was ich abgebe und mich dann nie wieder drum kümmern. War die Idee, okay, die Leute sollen mehr gemeinsam machen oder wovon bist du ausgegangen? Also wie gesagt, so ein bisschen der Hintergedanke, dass es irgendwie ein Produkt braucht, das Leute wieder näher zusammenbringt, aber auch das Eigeninteresse. Es ist so, dass ich ein Riesensportfan bin und jede Sportart sozusagen schaue. Und ich hatte irgendwann als kleines Kind den Traum, so mal in jedem Fußballstadion in Österreich gewesen zu sein. Dann habe ich mir gedacht, ja, wenn es ein Abo gibt, wo ich alle 2 Wochen in dasselbe Stadion gehen kann, muss es doch irgendwie auch eine Möglichkeit geben, ein Ticket herzustellen, wo ich alle 2 Wochen in ein anderes Stadion gehen kann. Und so ist dann die Idee entstanden und ich habe zuerst halt natürlich ist es irgendwie grob im Kopf, dass man eben ein Ticket macht, womit man dann österreichweit in jedes Stadion kann und so. Und nach wird es halt, sag ich mal, verfeinert bis zu dem Punkt hin, wo jetzt das Produkt fertig ist und wo ich sagen kann, okay, das ist rausgekommen. Okay. Und daneben haben wir halt auch noch weitere Tickets, die ermöglichen Unternehmensbesuche. Das ist eher für Familien, Paare, Unternehmen, Pensionistenvereine, die gerne Tagesausflüge machen. Bei Tagesausflügen würde ich jetzt nicht in erster Linie an Unternehmen denken, sondern eher an, ich weiß nicht, Ausstellungen oder Naturschönheiten oder Burgen und Schlösser oder so. Wie und warum kam dir denn die Idee, dass man da auch Unternehmen besuchen könnte? Es muss doch auch irgendwie eine Möglichkeit oder ein Produkt geben, was auch für die Familie dann ist. Also, dass der Vater nicht nur mit dem Sohn alle 2 Wochen in einem Stadion sitzt, sondern dass auch die Familie gemeinsam mal was machen kann. Und bin dann eben auf diese Regionaltickets gekommen, die eben Tagesausflüge ermöglichen. Und das schaut im Detail so aus, dass ich immer 2 bis 3, also einmal 2, einmal 3 und einmal 4 Bundesländer zusammengefasst habe. Also ich habe Österreich sozusagen in 3 Regionen geteilt. Und man kann in der Region pro Bundesland ein Unternehmen besuchen. Das ist vorhin kurz angesprochen. Unternehmen sind jetzt nicht das typische Ausflugsziel für einen Tagesausflug. Aber ich habe bei den Unternehmen sehr spezifische Unternehmen ausgewählt, die auch das Bundesland widerspiegeln. Das heißt, der Hintergedanke dieser Regionaltickets ist, einerseits, dass man als Familie was unternehmen kann oder als Paar, als Pensionistenverein, wer auch immer. Und dass man gleichzeitig aber auch Österreich kennenlernen kann. Ich habe zum Beispiel als Partner für das Burgenland einen Winzer. Ich habe als Partner für die Steiermark einen Kernelhersteller. Also es sind sehr, sehr typische Unternehmen, die halt auch eben für das Bundesland stehen. Und was du angesprochen hast, die Burgen und Schlösser und Museen, Ausstellungen, die, sag ich mal, typisch für Tagesausflüge sind, die kommen eben im Sommer. Das ist eben die neue Produktschiene, die diese Dinge beinhalten wird.
wie du die Unternehmen ausgewählt hast, also etwas zu suchen oder zu finden, was irgendwie typisch ist für eine Region oder Bundesland oder so. Ist das das Hauptkriterium gewesen oder hast du andere Aspekte auch noch, welche Unternehmen in Frage kommen und welche nicht? Also sind die in irgendeiner Weise jetzt familienfreundlich oder stellen die was her, was auch die Kids anspricht oder wie ist denn das? Ja, es waren mehrere Auswahlkriterien. Also ein Hauptpunkt war sicherlich, dass das Unternehmen in gewisser Weise das Bundesland widerspiegelt und dass es auch irgendwie Regionalität fördert. Also auf der anderen Seite war es mir wichtig, dass das Unternehmen selbst auch dahinter ist. Also dass ich selber auch merke, hey, die haben auch wirklich Interesse daran und sehen nicht nur das Wirtschaftliche. Das ist auch ein Punkt, der mir persönlich einfach wichtig ist. Und ich gehe Kooperationen mit Unternehmen, mit Partnern, mit Sportvereinen nur dann an, wenn ich persönlich vor Ort war. Also das ist eine Grundregel bei mir. Ich muss jeden mal persönlich gesehen haben, bevor ich die Kooperation abschließe. Bei den zentral gelegenen Bundesländern, also Oberösterreich, Steiermark, Salzburg, war mir auch wichtig, dass die Autobahnnähe irgendwie gegeben ist, falls Leute auf der Durchreise sind oder so. Also vielleicht ganz kurz noch, wir haben ein Ticket für Wien, Niederösterreich, Burgenland, ein Ticket für Steiermark und Kärnten und ein Ticket für Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg. Das heißt, ich sage mal, alle 9 Bundesländer sind in insgesamt 3 Tickets aufgeteilt. Wie bist du das dann auch angegangen mit den Gesprächen mit den Sportvereinen, mit den Unternehmen? Wie bist du da auch auf die Idee gekommen? Also ich sehe das auch so vor dem Hintergrund, was so ein junger Mensch, der noch in der Schule ist und den ganzen Matura-Stress hat und so, ja, und dann einfach sagt, okay, ich gehe jetzt zu den Stadien oder so. War das so einfach oder hat es da für dich auch ein paar Hürden gegeben? Das ist tatsächlich eine lustige Frage, weil der Unterschied zwischen Stadien, also Sportvereinen und Unternehmen enorm war. Bei den Sportvereinen war es so, dass wir, ich sage mal, das Produkt hatten wir alles in allem dann innerhalb von 1,5 Monaten aufgebaut und da lief alles problemlos. Also das war so, wir haben ein Mail an die Austria geschrieben, an Austria Wien. Die haben mit uns ein Treffen vereinbart, wir haben denen das vorgestellt, haben Feedback bekommen und dann gleich Kontakte von allen anderen Sportvereinen. Und wir sind von einem Sportverein zum nächsten gereicht worden einfach. Die haben gesagt, ja, passt, wir sind dabei. Cool wäre aber auch noch, wenn der und der Verein dabei ist. Kontaktdaten bekommen, hingeschrieben, haben gesagt, die zwei sind schon dabei, ihr werdet der Dritte, haben geschrieben, ja, treffen wir uns, passt, wir sind dabei. Cool wäre noch, wenn der und der dabei ist, wieder Kontaktdaten kriegt. Also wir sind durch das gesamte Sportnetzwerk eigentlich gereicht worden und auch bei den Verbänden. Also wir haben mit der Fußball-Bundesliga, mit der Basketball-Liga Austria, mit der Handball-Liga, also wir haben eigentlich mit jedem, der da irgendwie relevant ist, gesprochen. Und da sieht man vor allem in Wien, dass die Sportvereine sehr stark vernetzt sind. Also die kennen sich alle untereinander und das war ziemlich einfach da, sag ich mal, die Gespräche zu führen. Bei den Unternehmen war das ziemlich schwierig. Ja, teilweise lange auf Termine gewartet, und einfach ja lang recherchieren müssen, bis wir auf die richtigen Unternehmen kommen. Es war immer ein gewisses Risiko, wenn man einen Termin hat in irgendeinem anderen Bundesland und das irgendwie schief geht. Weil, wie ich kurz erwähnt habe, mir ist wichtig, dass ich jeden mal persönlich gesehen habe. Du, und weil du jetzt da angesprochen hast, dieses Risiko, dass du da auch eingegangen bist, dass dann nichts rauskommt oder so, ist das dann oft passiert oder eh nicht? Na, eigentlich ehrlich gesagt nicht. Also die größere Herausforderung war immer, Termine zu bekommen bei den Unternehmen. Sie zu überzeugen, dass man, sag ich mal, die Idee, das Projekt persönlich vorstellen darf. Aber wenn man so weit war, dass man persönlich vorbeikommen durfte, dann hat es meistens geklappt. Dein jugendliches Alter, ob das für eher hilfreich war dann bei den Gesprächen, bei den Unternehmen. Ich würde sagen, ja. Also auf der einen Seite wird einem einiges verziehen.
Wenn nicht alles immer so professionell ist, wenn irgendwas länger dauert und so weiter. Vor allem, wenn man noch in der Schule ist und sagt, man macht das nur nebenbei. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass man teilweise nicht komplett ernst genommen wird. Also da sagen dann halt oft manche Partner, ja, okay, wir sind dabei, probier es halt einmal. Uns ist wurscht, ob es funktioniert oder nicht. Du kannst ruhig deine Erfahrung sammeln, wir unterstützen dich dabei und schauen wir mal einfach, was passiert. Du hast ja schon die neue Produktschiene angesprochen. Was wird die Zukunft bringen? Kannst du uns da schon genaueres verraten? Ab Juni eine Art digitale Österreich-Karte geben, wo man sich individuell Kombi-Tickets zusammenstellen kann. Also es wird eine große Auswahl an Museen, Restaurants, Hotels, Burgen, Bergbahnen und was auch alles immer vorhanden sein. Und zwar das eigentlich in ganz Österreich und man kann sich dann so individuell wirklich das Kombi-Ticket zusammenstellen. Wie schaut denn so ein Kombi-Ticket eigentlich aus? Die Regionaltickets und das Sport-Kombi-Ticket, die sehen halt wirklich so aus. Das ist ein A6-Gutscheinheft, wie man es von Supermärkten gewohnt ist, wo man Gutscheine drin findet. Das ist halt wirklich eigentlich genauso. Das passt genau in einen Brief an, das wird versendet. Da sind ein paar allgemeine Informationen wie Geschichte über uns und so drin. Bei der neuen Produktschiene, bei dieser Österreich-Karte, ist es so, dass man sich die Leistungen online bei uns zusammenstellt. Die gesamten Leistungen plus einer kleinen Bearbeitungsgebühr für uns, an der wir eben verdienen, bezahlt. Und man kriegt dann sofort nach Bezahlung per Mail ein PDF, wo alle Gutscheine vorhanden sind. Also da gibt es eine Bestellübersicht, weiß nicht, dass 5 Eintritte gebucht wurden und dann sind angehängt wirklich Gutscheine, mit denen man vor Ort gehen kann. Und vor Ort einlösen kann. Weil du auch schon angesprochen hast, so kurz, woran du quasi verdienst oder so, erzähl doch noch ein bisschen über das Businessmodell im engeren Sinn. Ja, es ist so, dass es ist eigentlich ziemlich einfach. Also ich erhalte halt von allen Partnern eine Ermäßigung auf den Originaleintrittspreis. Den verhandle ich eben bevor die Kooperation abgeschlossen wird, aus. Das heißt, in den Gesprächen wird der Eintrittspreis ausverhandelt, den sie mir gewähren können. Ich summiere diese Eintrittspreise zusammen, schlage eine Marge drauf, an der ich eben verdiene. Die ist von Produkt zu Produkt unterschiedlich. Bei den Regionaltickets ist die etwas kleiner, beim Sportticket ist die recht groß. Und der Kunde zahlt bei mir alle Leistungen und ich rechne dann monatlich bzw. quartalsweise mit den Partnern ab. Also es ist dann so, dass ich den Partnern sage, weiß nicht, das Ticket, wo ihr beinhaltet seid, wurde 7-mal gekauft. Ihr kriegt dafür so und so viel Euro. Bitte schickt mir eine Ausgangsrechnung. Ich kriege daraufhin dann eine Ausgangsrechnung, die ich halt für die Buchhaltung brauche. Und überweist dann sofort das Geld. Also das läuft eigentlich alles ziemlich problemlos. Und was man dazu sagen muss, ist, dass das Angenehme ist, dass ich eigentlich nie in Vorleistung gehe oder irgendwie großartig Geld investieren habe müssen. Ich habe halt den Druck der Tickets bezahlt, aber ansonsten wird immer erst abgerechnet, wenn ich auch das Geld erhalten habe vom Kunden. Gibt es, wie gesagt, seit Weihnachten jetzt dauerhaft Geschenkkörbe für jeden Anlass. Da sind halt Produkte von österreichischen Unternehmen drin und die Basis sind halt immer 2 Regionaltickets nach Wahl. Also das ist halt perfekt zum Weiterschenken. Und da wird halt dieses Getränk, was ich eventuell mal andenke, umzusetzen, auch, glaube ich, gut reinpassen. Okay. Und das klingt ja auch fast so, als hättest du schon deinen Blick auch weiter noch in die Zukunft gerichtet. Also hast du auch längerfristige so Entwicklungspläne für Kombi-Ticket Austria?
Auf jeden Fall. Es ist halt so, dass ich sage, mit dieser neuen Produktschiene, mit der individuellen, entsteht eine Produktschiene, die immer dynamisch bleibt. Wenn ich sage, das Ziel ist halt da, weiß nicht, 300, 400 Ausflugsziele österreichweit oder noch mehr dabei zu haben. Also ich sage mal, das bleibt so und so immer dynamisch. Da ist es halt einmal so, dass Partner ausscheiden, dass neue Partner wieder dazukommen und so weiter. Das wird sich immer weiterentwickeln. Würde mich jetzt auch interessieren, also in den Situationen, wo es schwierig war, wo Hürden und Hindernisse waren, was hat dir denn da geholfen? Wie bist du da damit umgegangen? Es gibt manchmal äußere Einflüsse, warum etwas nicht läuft. Und auch die Pandemie jetzt kann man persönlich, sage ich mal, nicht viel dafür. Aber das sind meistens nicht die einzigen Gründe, warum es nicht läuft. Also wenn etwas nicht läuft oder nicht nach Plan läuft, dann muss man einfach auch auf sich selber schauen oder schauen, was man ändern kann oder was man mehr machen kann, damit es läuft. Weiter daran arbeitet, weiter Energie reinsteckt und vielleicht sogar mehr Energie reinsteckt als jemals zuvor. Kannst du da ein bisschen was noch dazu sagen? Wie ist das? Wie tut man da, wenn man eine positive Einstellung zum Scheitern hat? Beim Scheitern, dass man eben das Positive draus mitnimmt, dass man vielleicht hinterfragt oder ganz sicher hinterfragt, warum es dazu gekommen ist. Also, dass man vielleicht die Gründe hinterfragt. Aber dass man nicht hinterfragt, warum man jetzt in der Situation ist. Danke für deine Zeit, danke fürs Dasein und alles Gute für deine Pläne. This Future Talk was powered by Die Mutmacher.